Da bin ich wieder. So, jetzt geht's nochmal heiß zur Sache hier, ne? Ich habe ein Päckchen von Ideen mit Herz bekommen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, ne? So ist das, also die Adresse habe ich abgerissen, ne? Aber so ist das angekommen, ne? Da hat wohl jemand auf meinem Päckchen Kaffee getrunken. Oder Kakao oder was auch immer da drüber war, ne? Naja. Ich zeig's euch. Aber auch nur, weil er heute so lieb war, ne? Okay, so, jetzt reicht's mit dummem Geschwätz, ne? Jetzt geht's hier fett zur Sache. So, also als erstes sind diese Streichhölzer. Streichholzschachteln. Ich dachte, die wären, ein bisschen größer. Aber der Overburner, den zeige ich euch gleich, ne? Das ist, ne? So. Zum Bebasteln halt, ne? Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich schon mit den Dinger fertig bin. So, dann das hier. Das ist der Oberhammer, ne? Das sind Mini-Streichholzschachteln, ne? Also, ich habe das Mini wohl nicht gesehen, ne? Aber die sehen so aus. Guck mal, wie die aussehen. Wie krass ist das dann, ne? Wenn er so Wurstfinger hat wie ich zum Beispiel, ne? Der verbrennt sich die Finger, wenn er versucht, Streichholz anzumachen. Ne? Eigentlich schon, ne? Guck. Geht die Flamme hoch, fand ich die Fingernagel verbrannt. Aber wahrscheinlich sind die nur zu Dekozwecken da, ne? Macht man dann so. So, ja, gehe ich mal davon aus, ne? Also, ich weiß nicht, ne? So, und dann, ne? Ihr müsst euch jetzt am Stuhl festhalten oder wo auch immer ihr gerade sitzt, ey. Ich habe ja bei La Blanche diese Epoxy-Sticker bestellt gehabt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo sie war. Wo sie sind. Ich habe hier wieder alles völlig um den Kopf stehe. Ich weiß gar nicht, ne? Ich bin hier nur am Hin- und Herräumen, ne? Und finde dann zu guter Letzt gar nichts mehr, ne? Weil einfach, naja, weil einfach zu viel Zeug hier ist, ne? So. Auf jeden Fall habe ich diese Dinger hier entdeckt. Ich muss mich mal stellen, dass ich gucke, ob ihr das seht. Sind die nicht krass? Sind die nicht krass? Da muss ich euch jetzt den Preis sagen, weil den weiß ich jetzt noch auswendig, ne? Die kostet 1,79. Und beim Blanche kostet die, also so, die Epoxy-Dinger ist ja da 4,79 oder 4,49. Da kann man schon mal sprachlos sein, ne? Also dann das da. Oh mein Gott, ne? Das ist so toll. Das ist einfach so toll. Das ist einfach hammerhart. Ich bin echt total begeistert. Dann das hier. Krass, ne? Ja, total schön, ne? Hammerhart. Und dann das da. Ich weiß gar nicht, wie rum die kommen. So rum, so rum. Glühbirne. Ich weiß jetzt nicht, seht ihr das? Moment, ich halte mal an die Blatt, wenn ich ohne Halle kann. Hab schon Blatt. Moment. Moment. Krass, oder? Die sind doch der Hammer. So rum. Ja, scheinbar, ne? Hammer hat, die sind so schön. Oh, ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert. Dann diese. Toll, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste echt, ich kenne ja Ideen mit Herz nur von QVC mit den Sets und so. Früher habe ich schon immer die Sets bestellt. Und ich glaube,
Nee, ich hatte zwar Katalog von, also damals von Ideen mit Herz, aber das habe ich nicht bestellt, ne, weil meiner Meinung nach im Set alles günstiger war. Damals, die Sets waren für mich jetzt noch interessant, ne? Die Woche hatte ich QVC mal angemacht für so Gucke. Ja, nee, also es ist einfach nicht mehr, also nichts mehr so, ne? Deswegen habe ich gedacht, gucke ich mal bei ihr auf der Seite, weil sie hatte ein Vintage-Papier gezeigt, das habe ich mir auch genommen, das zeige ich euch gleich mal, das kommt noch. Das fand ich so toll, deswegen habe ich auf ihrer Seite geguckt, ob sie es auch einzeln hat, weil das Set war mir zu teuer für das, nur dass mir das Papier gefallen hat, ne? Ja, und dann habe ich das dann noch gefunden. Wie schön. Ich bin so begeistert, ne? Ich könnte mich wegschreien, ne? Da, da, meine Luftballons, die sind so, so, so toll. Die finde ich so schön. Ich finde Ballons so toll, ne? Gerade diese da in dem Vintage-Stil, ne, die finde ich so Hammer. Die finde ich so Hammer. Ach, Katastroph, ne? Wie gesagt, ich hätte als letztes erwartet, dass bei Ideen mit Herz solch tolle Sticker gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich da durchgeguckt hatte. So. Dann das noch. So, dann wühlen wir uns mal hier durch das Getümmel. Dann habe ich mir Windradfolie bestellt. Aus dem Grund, wo ich euch gestern die Aufkleber gezeigt habe, mit der Kaffeetasse, ne? Die wollte ich dann so drauf, also auf die Windradfolie kleben. Und das sieht bestimmt toll aus. Wie gesagt, dass die dann so 3D-mäßig raussticht. Und dann noch doppelseitige. Das war also alles, das war im Angebot 50 Cent. Oder 25 Cent. Ja, keine Ahnung. Ja, und dann diese Ultrahaftfolie, so wird sie genannt. Ich hab davon noch irgendwo, aber ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. So, dann habe ich den Eckstanzer hier. Der ist hoffentlich besser wie der von Stamping Up, ne? Weil ich muss euch das mal zeigen, was ich mir schon Karten versaut habe, weil ich mit diesem Scheißding doch nicht klarkomme, ne? Moment, ich zeig's euch mal. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ich will ja hier keinen nichts Böses unterstellen, dass das jemand anders schuld ist. Ich zeig's euch mal. Jetzt geht's, ne? Jetzt ist es Gang. Kann aber auch sein, dass das an ein Eck. Oh, jetzt habe ich jetzt hier nichts so. Jetzt funktioniert es natürlich, dass der Vorführeffekt, ne? Jetzt, dann ist immer so eine Ecke. Ich finde das so furchtbar, dass wenn man so kleiner Innenschnatter in der gestanzten Rundung. Und das finde ich so furchtbar. Jetzt gucke ich mal, ob das noch funktioniert. Oder ob ich auch zu doof bin vor der Stanze. Aha. Ja, wo stand ich jetzt? Was stand ich da? Und die geht so leicht. Was ist das dann? Mal gucken. Ah, okay. Ja, super. Bin ich mal gespannt, ob ich damit jetzt besser klarkomme. Aber ob es wirklich an mir liegt, dass ich echt zu hohl bin, für mit einem edlen Stamping-Up-Stanzer zu stanzen. Das weiß ich jetzt nicht. So. Dann habe ich das Papier. Muss ich euch direkt mal zeigen, ne? Falls ich es nicht kaputt mache, bis ich es aus der Folie habe. Könnt ihr das sehen? In vier Farben. Ist das nicht ein Traum? Ich finde das so toll.
wie gesagt, ich habe es gesehen und war total, wie gesagt, bei QVC halt, ne? Und habe mich sofort in das Papier verliebt. Nein, ich gedacht, oh nee, ich kaufe mir nicht das Set, ne? Das ist mir viel zu teuer. Nur für vier Papieren, da war auch nur vier Bögen dabei, ne? Genau. Und deswegen habe ich dann auch in dem Shop nachgeschaut und das war auch gut so. Dann waren auch reduziert. Das sollten eigentlich, ah, siehste Scheiße. Das sollten eigentlich so Leporello-Box oder Leuchte gehen, ne? Dafür will ich natürlich nicht benutzen. Das war wahrscheinlich jetzt jedem klar, ne? Da schneide ich wahrscheinlich die Fensterscheibe aus. Darum habe ich mir auch ein neues Messer geholt, weil ich gedacht habe, um die Dinger ja da schön ausschneiden zu können. Ja. Ich gebe es dann. Die waren auch reduziert. Und das. Ja. So. Und dann diese Kartenaufleger. Die fand ich ja so toll. Die waren auch reduziert. Wahrscheinlich gibt es nicht so viele Menschen wie mich, die auf sowas stehen. Ich weiß es ja nicht, ne? Dass die reduziert waren. Vielleicht gehen die aus dem Programm. Keine Ahnung. Und diese hier. Sie sind auch alle gestanzt, ne? Ja, ich fand die toll. Die musste ich haben, ne? Ich bin halt so, ne? Und dann, das war das Geschenk. Ein Geschenk. So, jetzt muss ich euch noch was zeigen. Also da fällt, also manchmal fehlen mir selber die Worte über mich, ne? Mach ich mal kurz weg, hey. Na, das ist mal hey, freie Bahn für alles andere Hand. Ja, ich bin heute, könnte ich den ganzen Tag schlafen. So, dann habe ich hier dieses Stempelset mit Stanze. Ich habe die ganze Zeit neidisch auf irgendwelche Karten oder irgendwie was geäugt, wenn ich gesehen habe, dass jemand diese Stanze hat, ne? Jetzt habe ich sie dann selber gefunden. Oh, ich habe mich so gefreut. Und dann habe ich bei Fimo Tinker, wie ihr seht, studiere ich sehr genau ihre Videos, habe ich dieses hier gesehen. Weil ich euch ja erzählt habe hier mit dem, na, wo ist es dann? Mit dem da. Mit dem hier, was ich in den Bottle Caps schmelze. Ja, dafür müsste ich es aber dann in den Ofen bringen und dazu habe ich keine Lust. Oder ich muss meinen Melting Pot anschmeißen und ich habe gesehen, dass sie damit Emaille macht. Emailliert. Und habe ich gedacht, das geht ja dann mit dem Puderlohr genauso, ne? Also habe ich geguckt, dass ich das auch gefunden habe. Ja, das habe ich dann auch. Und dazu dann noch das Emaillepulver. Ich hatte jetzt natürlich noch mal Gebrüll an. Das übliche halt, das ist so Elfenbein. Ist das Elfenbein? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Elfenbein. Und Silbergrau. Silbergrau, okay. Ja. Das war das. Und das werde ich euch heute Abend oder nachher werde ich euch irgendwie ein Video machen, wie ich das auch benutze. Halt mit dem Zeug, ne? Weil eigentlich, ja, wollte ich, brauche ich das da an sich jetzt nicht wirklich. Mir ging es eben darum, dass ich damit schmelzen kann, ne? Ich probiere das aus, ob das funktioniert, ne? Ansonsten wird es mal wieder ein Fehlkauf gewesen sein.
Aber obwohl, da kann man auch andere Sachen damit machen. Wie gesagt, emailliere und so weiter und so fort. Das wird schon gehen. Ja, denke ich schon. Und da wollte ich euch noch was zeigen, was ich gefunden habe. Hier ist das dann eher. Moment, ich muss mal gerade einen Lappen suchen. Wo habe ich jetzt Boxen hingeworfen? Siehst du, das ist da. Das habe ich gestern Abend da rumgeräumt. Jetzt finde ich noch mal nichts. Egal, komm. Ist der nicht toll? Ist der nicht toll? Den habe ich vom Teddy. Der ist da wohl der Kracher, oder? Das Muster fand ich ja so super, super schön. Habe ich mal direkt gekrallt. So, jetzt lasse ich euch in Ruhe. Ich wollte euch das nur mal schnell zeigen. Ich muss mal gerade gucken. Guck mal. Oh Gott, ey. Ich immer, ne? Ich oh. Ja. Und melde mich nachher, wenn ich das Teil hier ausprobiere. Ich bin mal gespannt, ob ich das auch so gut hinkriege. Okay. Dann bis später.